heute habe ich die Ina Einemann und den Frank Düsterbeck zum Thema Product Ownership Meistern hier. Und ja, vielleicht zu Beginn wollt ihr euch einfach mal ganz kurz vorstellen. Ina, magst du anfangen? Ja, sehr gerne. Hallo Jana, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich bin Agile Coach von Open Knowledge und wir machen individuelle Softwareentwicklung und da betreue ich sowohl intern die Kollegen, bringen so das Agile Coaching, die Themen mit rein, aber auch extern in unsere Projekte und da natürlich besonders dann bei den Kunden, die wissen wohl viel über die Fachlichkeit und was vielleicht so grob umgesetzt werden soll, aber haben noch nicht so die Idee, mit welchen Methoden sie es dann wirklich in den Backlog kriegen. Und ja, da unterstützen wir dann sozusagen als Product Owner Proxy. Wie bekommen wir ein rundes Backlog hin, damit dann das Team auch starten kann? Ja, cool. Noch eine Masterfrage für dich. Wie würden deine Kolleginnen dich in 3 Worten beschreiben oder die Zusammenarbeit mit dir in 3 Worten beschreiben? Laut. also, okay, 3 Worte. Laut, spaßig und vielleicht auch anstrengend manchmal. Auf das Anstrengend gehen wir jetzt nicht ein. Wir fragen lieber mal einen Frank. Magst du dich auch mal ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin Frank Düsterbeck. Ich habe 2 Rollen. Eine Rolle ist bei der HEC. Wir machen das gleiche wie Open Knowledge. Ina und ich haben auch lange Zeit zusammengearbeitet. Wir machen auch individuelle Softwareentwicklung. Ich habe dort auch die agile Beratung mit aufgebaut bei der HEC und bin dann auch strategisch am Arbeiten und auch die Organisation weiter immer wieder zu verfeinern der HEC. Und das ist eben meine 2. Rolle. Ich bin bei Kurswechsel Unternehmensberatung und dort bin ich Organisationsentwickler. Das heißt, wir transformieren ganze Organisationen. Cool. Und wie würden deine Kolleginnen und Kollegen die Zusammenarbeit beschreiben? Ich hätte das ja gerne gemacht, dass Ina und ich uns gegenseitig, aber es wäre wahrscheinlich das Gleiche rausgekommen. Also ich glaube, Ina, du musst reinhauen, wenn es falsch ist. Ich dachte jetzt nicht die gleichen Begriffe wie Ina, weil die würden auf mich auch zutreffen. Ich würde mal andere nehmen, beharrlich, trotzdem Augenhöhe und beharrlich, glaube ich. Also Ina hat zumindest fleißig genickt, für die, die es auf Spotify oder Apple Podcast anhören. Genau, ihr habt ja zusammen ein Buch geschrieben, das Product Ownership Meistern. Ich habe es hier auch liegen, für die, die es sehen. Oh, sieht man das? Genau, alle haben es da, falls ihr springen müsst. Wie kam es denn zu dieser Buchidee? Ja, das war, also wie Frank schon gesagt hat, wir waren, also haben zusammengearbeitet, sind auch viel zusammen auf Konferenzen unterwegs gewesen und ja, haben dann immer auf der Rückfahrt viel über das Feedback von den Konferenzteilnehmern gesprochen, was da so für Fragen aufgetaucht sind, also auch einfach aus unserem Alltag und haben dann gesagt, oh, es ist ja doch irgendwie immer wieder die ähnliche Richtung, wirklich, wie kommt man konkret zu einem Backlog, wie kriegen wir das ins Team rein? Oh, da müssten wir dann ja eigentlich mal ein Buch drüber schreiben, um da die Unterstützung nicht immer nur so punktuell auf den einzelnen Konferenzen anbieten zu können, sondern ja, da wirklich ein Nachschlagewerk für alle zu liefern. Ein bisschen für uns selbst auch, ne? Also und auch in unseren eigenen Kontext. Also es sind ja, wir machen ja auch individuell, also wir beraten ja nicht nur, sondern wir machen ja auch individuelle Software selber und haben da echt auch Leid manchmal, ne? Weil die Kunden die Hintergründe auch vielleicht nicht verstehen, warum bestimmte Sachen in der Softwareentwicklung anders laufen, als wenn ich jetzt einen Balkon irgendwo ranbaue. Und dann ist es auch so, im Nachhinein ist es schon ein bisschen länger her, dass wir es geschrieben haben, so ein bisschen dieser Frust gewesen und die Hoffnung, dass hier Kunde, bevor wir jetzt miteinander arbeiten, nimm das Buch, lies es dir durch oder die ersten Kapitel, dann verstehst du, warum wir so handeln, wie wir handeln. Cool. Ich frage jetzt einfach nochmal die Frage, weil ihr das vorhin so lustig fandet. Ina, wie würdest du denn die Zusammenarbeit mit Frank beschreiben während dieses Schreibprozesses? Oh, also da hätte ich ehrlich gesagt genau die gleichen Worte. Also wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben uns, glaube ich, also laut war es einmal. Nur von dir. Ich war einmal war ich sehr, sehr laut.
Und anstrengend war es irgendwo auch, aber das liegt, glaube ich, also auch wenn man nicht das Buch gemeinsam schreibt, Jana, du weißt es auch, also ich glaube, zwischendurch sich daran zu setzen und dran zu bleiben, ein Buchschreibeprozess ist nicht ohne. Aber da war ich auch wiederum sehr, sehr froh, dass wir zu zweit waren und uns da gegenseitig mal austauschen konnten und uns gegenseitig motivieren konnten. Das, also ja, ich möchte nicht ohne Co-Autor starten, muss ich sagen. Also ja, auch höchsten Respekt an dich, Jana, aber also mir hat das sehr geholfen, da immer im Austausch zu sein. Ja, ich gebe das mal zurück. Also ohne Ina wäre das Buch nicht entstanden. Ich hätte das nicht geschafft. Und das liegt auch nicht nur daran, dass wir uns gegenseitig, ich glaube, wir sind uns auch sehr ähnlich in vielen Sachen, aber die Unterschiedlichkeiten helfen, sowas zu schaffen. Und auch vom Partner-How her hat das total geholfen, dass Ina und ich das gemeinsam gemacht haben. Wir hatten auch zu Anfang noch einen Ulf Mewe, einen Kollegen von uns noch mit bei, der hat es aber dann nicht mitgemacht. Aber das ohne wäre es nicht gegangen. Und das ist so wie wir sind, das hat mega geholfen, das Buch zu schreiben. Ja, cool. Ich frage mal die Lektorin dazu. ihr habt euch ja maßgeblich so auf Product Owner auch spezialisiert oder Projektmanager, glaube ich, und Scrum Master auch. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch auf diese Zielgruppe wirklich halt fokussiert habt? Also weil wir da oft wirklich den Schmerz sehen, also das zum Start des Projektes oder also für einen guten Entwicklungsprozess braucht man halt gute Anforderungen, also die müssen da sein, es müssen die richtigen sein, dass auch wirklich Value am Ende rauskommt und nicht einfach nur irgendwas runterentwickelt wird. Und ja, da jetzt sowohl, also in meinen Unternehmen komplette Entwicklungsteams meistens von unserer Seite gestellt werden und ja, unsere Teams sehr gut schon zusammenarbeiten, haben wir da auf den Fokus einfach, wenn wir dann mit dem Kunden zusammenarbeiten, wie kommen wir denn jetzt wirklich zu guten Anforderungen, welche Methoden können wir da einsetzen, ja, um erfolgreich jetzt zu starten. Und was sind dann so typische Herausforderungen von Product Ownern? Also klar, die Anforderungen vielleicht, aber darüber hinaus gibt es ja bestimmt noch mehr, was so hier umhertreibt. Ja, wir haben das ja auch beschrieben. Also ich glaube, dass, oder wir glauben, dass das zum einen, das ist wirklich die Bedürfnisse und Probleme der Menschen zusammenzubringen, die ein Interesse an dem Problem oder dem Produkt haben. Also Stakeholder-Orientierung haben wir das genannt. Wir nennen das auch nicht Stakeholder-Management. Das ist eine Wahnsinnsaufgabe und eine Herausforderung des Product Owners. Das dann in irgendeiner Art und Weise so zusammenzubringen, dass was Wertvolles rauskommen könnte am Ende, also eine Priorisierung am besten gemeinsam mit diesen Menschen dann vorzunehmen und bei denen auch ein Verständnis für die komplexe Herausforderung der Produktentwicklung herzustellen. Ich meine, steht im Scrum Guide drin, dass da auch der Scrum Master natürlich helfen muss, aber manchmal ist der Flat am Anfang noch gar nicht da. Oder die, und dann muss der Product Owner das dann vielleicht doch wieder übernehmen. Ne? Und da so eine Sensibilisierung hinzubekommen, ich glaube, das ist eine der Hauptherausforderungen, bis hin zum Handhabbarmachen des riesigen Vorhabens, was man da meistens so hat. Ich muss da immer an diesen Satz von Henry Ford denken, hätte ich die Kunden oder Kundinnen gefragt, was sie wirklich brauchen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Wie schafft man das denn so als Product Owner wirklich, das Problem herauszufinden, was das Kundenproblem halt dann auch wirklich löst? Also ich meine, das ist ja oft so, dass dann auch halt Stakeholder befragt werden oder halt auch Kunden und die dann irgendwas halt sagen, aber das halt eigentlich nicht ihr Problem löst. Das ist ja diese Aufgabe, ne? Also das ist genau das Schwierige. Ich glaube, die meisten Menschen können gar nicht verbalisieren, was die Bedürfnisse und Probleme sind. Und du musst über geeignete Methoden versuchen, das denn herauszufinden. Ne, das hat schon vielleicht auch so eine Art psychologische Komponente damit drin. Ja, und ich glaube, wir haben mittlerweile in der Agilität einen Methodenkasten, der es gut ermöglicht, diese Menschen über verschiedenste Sachen, die wir auch beschrieben haben, da zu aktivieren, das zu verbalisieren, aber auch das mitzukriegen, indem man sie begleitet in ihrer täglichen Arbeit. Und ja, das hilft uns heute, glaube ich, dieser riesen Methodenkasten, das besser zu machen, ne, und diese Probleme und Bedürfnisse besser zu erkennen.
Ja, und wie du schon gesagt hast, nicht direkt mit der Lösung anzufangen, sondern also wir haben erst unsere Methoden ja auch ein bisschen aufgegliedert nach dem Softwareentwicklungsprozess und also dass man wirklich erstmal mit der Problemerkundung anfängt. Also was ist denn wirklich das Problem, was wollen wir hier lösen und dann erst in die Ideenfindung geht. Und ja, nicht gleich mit der Idee um die Ecke kommt, ohne dass eigentlich das Problem verstanden wurde. Und habt ihr da so eine Methode als Beispiel mal? Also die Stakeholder-Orientierung hat Frank ja gerade schon genannt, dass überhaupt erstmal die richtigen Leute befragt werden, um das Problem zu verstehen. Also dass man da auch mal bewusst drüber nachdenkt, also von wem wollen wir eigentlich die Probleme gerade lösen und da auch niemand vergessen wird. Das ist schon ja auch schon mal ein guter Anfang sozusagen, der häufig gar nicht richtig bewusst gemacht wird, sondern einfach eher so im Kopf nebenbei. Und was ich eine sehr, sehr gute Methode finde, um wirklich nah dabei zu sein und es gut zu verstehen, ist der PO Gemba Walk, also dass man wirklich an den Ort des Geschehens geht und wirklich das sieht, wie arbeiten die Leute da, was das nachvollziehen kann. Und also mindestens der PO sollte da vor Ort sein, wenn ich auch mal als Team auch mal gerne Entwickler dabei, dass wirklich das so nah wie möglich aneinander geht, dass man da in diese Welt, sag ich mal, eintauchen kann. Also da haben wir ja auch ein schönes Beispiel von einem gemeinsamen Kollegen, der dann einen Tag mit Pakete ausgeliefert hat und dann das wirklich verstanden hat, was eigentlich so ein Fahrer den ganzen Tag für Probleme haben kann und also dann auch wirklich die Anforderungen verstanden hat, weil er wirklich wenig Zeit hat, auf so einem kleinen Display mal eben schnell nebenbei ein bisschen was machen muss und dafür so viel drumherum verstanden hat, was diese Software jetzt leisten muss, was man einfach auf der Tonspur nicht hätte rüberbringen können. Ich glaube, da liegt auch total viel Kraft drin, so gemeinsame Sachen zu machen. Ne? Also wir sind ja auch große Verfechter von Personas. Und Personas nicht jetzt als PO, gehst du hin, machst mit Jana einen Persona-Workshop und schreibst mal Janas Bedürfnisse auf, sondern dass das mit den verschiedenen Stakeholdern, die relevant sind, dann gemeinsam geschieht und die untereinander dann zum Beispiel auch Fragen stellen können, sich interviewen können und Erkenntnisse sammeln können darüber, ach Mensch, wenn das dein Problem ist, ich habe ein anderes Problem, das sind Zielkonflikte, das kann ja auch passieren im Komplexen, dass man das immer hat. Und das macht unheimlich viel mit den Menschen, ne? Und hilft auch den Stakeholdern besser Verständnis zu haben, warum Priorisierung vielleicht nicht ganz in ihrem Sinne ist. Sehr spannend. Halt diese Zusammenhänge dann, also das Zusammenwirken der Bedürfnisse irgendwie erkennen. Ja. Du hattest jetzt, ich habe jetzt eine Fähigkeit von so Product Ownern schon rausgehört, das ist irgendwie so Kommunikationsfähigkeit. Was sind denn so 5 gute Eigenschaften eines Product Owners, eurer Meinung nach? Ja, das ist eine gemeine Frage und jeder hat bestimmt ganz tolle Eigenschaften, aber vielleicht habt ihr ja so auch schon erkannt, was ein Product Owner auf jeden Fall mitbringen muss. Ja, laut, beharrlich, auf Autobahn. Was haben wir eingangs noch gesagt? Anstrengend. Ich möchte Eigenschaft ganz besonders hervorheben und die wir leider oft nicht antreffen, ist nämlich enabled, also dass er wirklich Entscheidungen treffen kann und nicht dauernd übersteuert wird. Also es sagt ja auch schon der Product Owner, er besitzt das Produkt und er sollte dann auch darüber Entscheidungen treffen dürfen und natürlich alle Stakeholder mit einbeziehen, aber halt auch, Frank hat es gerade schon gesagt, es muss Priorisierung stattfinden, es werden nicht alle Stakeholder immer zur gleichen Zeit zufriedengestellt und dazu muss er auch enabled werden und nicht immer wieder übersteuert werden dürfen von dann einzelnen Stakeholdern. Also das ist so eine Eigenschaft, die ich total zentral finde und die leider in der Realität ganz oft nicht da ist. Man kann rein theoretisch auch ich bin jetzt nicht der super Freund, aber ich mache das fast jetzt nicht hier auf. Das ist ein neuer Podcast vielleicht, der 5 Scrum-Werte. Aber auch die spielen natürlich mit rein. Ne? Und wenn wir das so teilweise sehen, was Ina auch gerade sagt, ne, viele sind gar nicht enabled, weil dann musst du Mut haben, ja, zu sagen, nein, das geht so nicht. Ich hat die und die Gründe und auch formal Hierarchie dann zu irritieren zum Beispiel, zu sagen, was weiß ich, irgendwelche Business Ownern oder anderen Stakeholdern, Vorständen, wenn du das jetzt so reindrückst, dann wird's doof, weil. Ja, und das
erfordert schon auch ein gewisses Standing dieser Menschen gegenüber den Stakeholdern und eine Durchsetzungsfähigkeit, Beharrlichkeit manchmal auch. Das ist krass. Und laut durchsetzen. Und Thema laut, also was ich definitiv noch sehe, ist so eine Begeisterungsfähigkeit, also für das eigene Produkt so ein bisschen das Team auch mitzureißen, dass man wirklich Feuer und Flamme für dieses Produkt ist und da auch irgendwie die Menschen um sich herum ansteckt, dass sie da gerne mitgestalten wollen. Also das ist auch eine sehr helfende Eigenschaft auf jeden Fall. Und Offenheit, ne? Offenheit für viele Meinungen auch. Das Neugier. Und das sind die 23 Eigenschaften. Entschuldige. Ich brauche gerade überlegt. Alles gut, ja. Mich bewegt gerade noch die Frage, also mit dem Enablement, das kenne ich tatsächlich auch, dass Product Owner halt oft gar nicht enabled sind. Ich versetze mich da gerne dann nochmal so in die Lage der Führungskräfte. Was glaubt ihr, warum die oft die Product Owner nicht enablen? Also woran liegt das? Also es ist gerade eine Frage, die mir einfach gekommen ist. Vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Das sind ja auch wieder Bedürfnisse und Probleme, die diese Menschen haben. Ne? Also du hast einen Product Owner, normalerweise jetzt machst du das Produkt und jetzt passiert vielleicht irgendetwas in dieser Produktentwicklung, was du als Business Owner oder Abteilungsleiter oder sowas nicht gut findest. So, und du kriegst ja selber, bist Teil eines Systems, was wiederum irgendwie von dir etwas verlangt. Ob das nun Kommunikation ist, Rechtfertigung, Druck ausüben, du hast Stress, weil ihr eine Messe besuchen müsst mit diesem Produkt oder. Und manche Sachen sind vielleicht auch gar nicht transparent, weswegen diese Stakeholder-Orientierung am Anfang so wichtig ist zu verstehen. Warum sind Leute, die auch Macht ausüben können auf die Produktentwicklung, Was wollen die damit? Was ist denen wichtig? Den kannst du vielleicht auch schon am Anfang sagen, ich werde es nicht leisten können, geh raus. So, ne? Diese Menschen haben irgendwo auch wieder ein Bedürfnis oder ein Problem, was ganz anders gelagert sein könnte, weswegen auch ein anfängliches Enablement, Ina und ich finden das Poem sehr schön auch, ne? Über ein anfängliches Enablement, das erodiert, sobald irgendwo was Doofes passiert. Dann wird das wieder weggenommen. So, und dann wird Macht ausgeübt. Und das sehen wir ganz häufig auch, ne? Weil Informationen vielleicht auch nicht so geflossen sind am Anfang, wie sie offen hätten fließen müssen. Und wie geht ihr da vor? Also jetzt arbeitet ihr dann mit den Product Ownern daran, so eine Art Agreement auch mit den Führungs- oder halt Vorgesetzten auszuarbeiten oder mit den Stakeholdern, also in Form von, wenn halt sowas halt auch wieder passiert, obwohl man halt die Verantwortung fürs Produkt hat, dass man dann halt den Finger heben darf und halt sich gegenseitig Feedback gibt? Oder wie macht man das denn am geschicktesten? Also Frank hat ja gerade schon das POEM erwähnt, also das Product Ownership Evolution Model. Also das hilft einfach erstmal, um das transparent zu machen, visuell darzustellen, wer sollte hier eigentlich welche Verantwortung haben und daher auch einfach ein gemeinsames Verständnis aufzubauen. Also alle beteiligten Rollen, Stakeholder sollten dann dieses Bild, dieses vielleicht auch erstmal das Ist-Bild und dann das Soll-Bild gemeinsam erstellen. Und wenn dann dagegen verstoßen wird, kann man sich auch auf diesen Workshop, also auf dieses Modell dann beziehen und sagen, okay, also wir hatten das und das gemeinsam abgestimmt, jetzt wird hier übersteuert. Wie kommen wir jetzt weiter zu unserem Soll-Modell? Also und wenn das dann immer und immer wieder passiert, da entsprechend mit Maßnahmen einleiten. Also das natürlich einfach immer wieder transparent machen und dass da auch dem Product Owner dann den Rücken stärken und sagen, okay, wir haben es besprochen, die Grenzen sind klar eigentlich und hier werden immer wieder die Grenzen übertreten. Das passiert uns ja auch, ne? Also das passiert sowohl bei Ina als auch bei mir, bei Open Knowledge als auch bei HEC in den Kontexten, dass unsere Kunden dann durchaus auch mal versuchen zu übersteuern. Ne? Und dann ist echt natürlich eine Arbeit notwendig mit den Kunden auch. Die haben ja einen Grund dafür. Die machen das ja nicht deswegen, weil sie uns doof finden oder sowas, sondern irgendwo empfinden die ja auch einen Druck. Und ich glaube, dass wir dann in so ein Risikoshare auch reingehen müssen. Also
mit den Kunden einfach ein Verständnis aufbauen, warum ist das jetzt gerade so, was können wir gemeinsam machen, um da eine Lösung herzustellen. Es bringt nichts da, dann auch zu sagen, nee, du hast es damals, hast du uns enabled, jetzt ist das so, da beharren wir jetzt drauf, sondern Beharrlichkeit hat da dann das Ende quasi, sondern dann versuchen gemeinsam irgendwie mal ein Verständnis zu entwickeln und denen entgegenzukommen auch. Das finde ich total wichtig. Beharrlich weiter an der Lösung zu arbeiten, genau. Also, beharrlich, das ja. ist cool, ja. Beharrlich ja. weiter an der Lösung. Also das Bedürfnis auch dahinter zu verstehen und dann ja, ja. gemeinsam eine Lösung zu finden. Ja, spannend. Ich habe, oder so eine Erkenntnis von mir ist auch so, dass halt häufig Projekte starten und man stolpert quasi so rein. Also es wird sich eigentlich nicht genug Zeit genommen, um genau so Themen halt auch zu arbeiten. Also Nina nickt schon eifrig. Was sind denn so eure Erfahrungen, warum Projekte scheitern? Also, ich meine, das ist jetzt ein großes Fass, aber wir haben ja noch. Ich kann fragen, wie lange soll der Podcast noch gehen? So, dass Ina pünktlich in den Anschlusstermin kommt. Ich könnte zusammenführen in einem Satz und von da aus vielleicht nochmal, könnten wir beide das nochmal so detaillieren oder so. Es ist ein mangelndes Verständnis komplexer Problemstellungen. Deswegen fangen wir da in unserem Buch mit an, das auch beginnt. Also wenn ich nicht weiß, wie ich gegenüber komplexen Problemstellungen wie ich die behandle, wenn ich nicht weiß, wie ich denen entgegentrete und was das bedeutet für mich, dann werde ich immer falsche Ableitungen machen und vielleicht auch mit klassischem Management zum Beispiel versuchen, das Problem zu lösen, was aber ein völlig anderes Handlungsmuster bedarf. Und da ist ganz viel, es ist ja nicht schlimm, wenn Produktentwicklung abgebrochen wird. Wenn wir entdecken, dass das Produkt nicht relevant ist, nicht wünschbar ist oder auch nicht machbar oder ne, dann ist das völlig okay, eine Produktentwicklung abzubrechen. Und das ist nicht Scheitern in unseren Augen, sondern das ist einfach nur erfolgreich, das Produkt früh genug stoppen, bevor wir weiter Millionen oder sowas nachher rein investieren, weil wir alle denken, es muss einfach weitergehen. Das kann nach wenig Geld passieren. So. Und da möchte ich noch ergänzen, also natürlich passend zu den komplexen Lösungen fehlt es halt oft an Kommunikation. Also wie du schon meintest, Jana, da stolpert man oft so rein und genau das sind nachher die Stellen, an denen es knirscht. Also wir haben jetzt die Stakeholder-Orientierung mehrmals genannt, dass nämlich nicht alle Stakeholder betrachtet wurden, abgeholt wurden und da die Bedürfnisse ja mitgesehen werden und dass man genau nicht genau abgestimmt hat, wie weit sollten eigentlich die Aufgaben des Product Owners reichen und dadurch dann ein Vakuum entsteht und ja, im schlimmsten Fall das halt keiner macht oder halt zwei Leute es machen wollen und dass ja genau diese Stellen dann zu Problemen führen und da einfach ein gutes Setting am Anfang. Natürlich, also wir sind in der agilen Softwareentwicklung, es werden Sachen auf dem Weg passieren, wir müssen über die Dinge weitersprechen, aber halt auch ein guter Start erleichtert da schon einiges, dass man gar nicht so in das Knirschen kommt sozusagen. Was mir gerade noch so kam, ist so, dass irgendwie unternehmerisches Denken wahrscheinlich auch eine recht große Rolle spielt. Im Sinne von, also was mir halt häufig auch begegnet in so Projekten, ist einfach, dass halt, ja, wir kennen es ja alle, irgendwo sind wir doch so Spielekinder, ne? Und dann denkt man sich, oh geil, jetzt baue ich noch das noch hin und probiere mal noch die Technologie aus oder oh, die Kundenanforderung könnte ja noch cool sein und halt so ganz viele Hypothesen halt gebaut oder halt aufgebaut halt und gedacht werden, halt auch umgesetzt werden, aber dann halt irgendwie eigentlich so, ja, das Ziel verfehlen. Das denkt ihr auch, ja. Stimmt, alle sehen uns ja nicht, wir nicken fleißig. Also ja, also da ist natürlich ganz viel auch wieder das Team abholen, gemeinsames Ziel, was ich auch meinte mit dieser Begeisterungsfähigkeit, wo wollen wir überhaupt hin? Und Softwareentwicklung ist ja kein Selbstzweck, also wir wollen irgendwie ein Problem lösen oder vereinfachen oder das Problem nicht schneller machen, also eine schnelle Lösung finden. Und dass das auch wirklich dann bei allen angekommen ist und dass nicht das Ziel ist, ja, mit der Technologie ein bisschen rumzuspielen und ja, da auch Klarheit herrscht. Wo wollen wir hin? Und man dann auch das feiert, wenn man da ist. Da gibt es aber auch tolle Methoden, die haben wir auch beschrieben, wie wir zum Beispiel klar machen, was ist jetzt sinnvoll, was gibt einen Return. Wir haben es Return on Effort
genannt und nicht Return of Invest, weil es geht eben nicht nur um finanziellen Invest, der halt häufig damit gekoppelt wird, sondern es geht um Aufwand, den wir betreiben, um eine Lösung herzustellen. Und das ist das, was wir auch mit unternehmerischem Denken koppeln. Das heißt, wir wollen mit minimalem Aufwand möglichst viel Wert herstellen. Und das zieht sich halt durch die gesamte Produktentwicklung durch und wird methodisch dann auch, ist es abbildbar, dann in den verschiedenen Methoden einsetzt, um genau das auch mit dem gesamten Team einfach klar zu machen, auch mit den Stakeholdern, ne? Um mal Nein zu sagen, ist, glaube ich, heute auch nicht unwichtig. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, das Große in kleine handhabbare Stücke machen, also dass man dann auch wirklich diese Erfolge auch sieht und Richtung Ziel gehen und nicht so ein großes, schwammiges Ganzes und kommen wir überhaupt weiter? Ja, das ist eine spannende Frage, aber also das ist auch ja oft, was man sieht, dass so Overengineering betrieben wird, also versucht wird, alle Edge Cases zu herauszufinden und zu berücksichtigen und halt wirklich auch Anforderungen über Seiten hinweg aufgeschrieben werden, wo dann eigentlich auch, keine Ahnung, die Entwickler und Entwicklerinnen halt gar nicht mehr wissen, was eigentlich drinsteht und auch niemand mehr reinguckt oder die dann häufig auch halt fehlerhaft sind, weil dann halt doch wieder was Neues dazu kam, was ja auch alles ein hoher Aufwand ist, also von wegen minimaler Aufwand. Aber was ratet ihr denn so Teams zum Beispiel? Also die jetzt angenommen, die so ein Problem hätten. Zu große Anforderungen ist das Problem. Ja, und zu viele Edge Cases berücksichtigen, nicht ins Doing kommen vielleicht auch. Ja, Priorisierung, also wirklich konkret den Product Owner was ist denn jetzt wichtig, was sollen wir als nächstes liefern, also kleiner schneiden, also wir haben auch Schneidemethoden sind auch Teil des Buches, es ist nämlich genau das, man will dann irgendwie man sieht nicht, was kann jetzt wirklich den Wert liefern am Sprintende und es wird viel zu groß und wird oft gesagt, ja, das kann ich aber jetzt nicht kleiner schneiden. Also es begegne ich auch immer wieder im Alltag. Und wenn man dann so ein paar Ansätze hat, dann kann man nämlich doch einzelne Anforderungen doch immer hier und da nochmal ein paar Goldkanten abschneiden oder auf später verschieben und einfach erstmal mit was Kleinerem starten und dann auch wirklich das üben sozusagen, weil dann wenn man dann den Erfolg hat am Ende Sprints und da vielleicht auch direkt Feedback drauf bekommt, also das wäre der zweite Hebel, dass dann beim Review auch wirklich echte Stakeholder sind, die sich das angucken können und da Feedback zu geben, dann kommt man eigentlich so langsam in den Prozess, dass da alle den Mehrwert sehen und dann auch, ja, da gemeinsam weiter in die Richtung gehen. Ich glaube, dass das auch total wichtig ist. Hier spielt das gemeinsame Verständnis wieder rein. Das gemeinsame Verständnis der Stakeholder, aber auch des Scrum-Teams, wenn wir mit Scrum arbeiten zum Beispiel. Und dass die gemeinsam auch Methoden dann durchleben. Das heißt, wenn wir arbeiten beide relativ viel mit Story-Mapping, ja, wo ja eine Priorisierung stattfindet auch. Und eine Diskussion stattfindet, brauchen wir das jetzt wirklich? Wie detailliert brauchen wir das? Kann das auch später kommen? Bringt es uns wirklich den Wert? Und wenn alle da in einem Raum sind, dann kriegen sie ein gemeinsames Verständnis davon und dann kriegen die Entwickler dann eben auch ein Verständnis dafür, okay, lassen wir das vielleicht weg, weil es für den Kunden gar nicht wichtig ist jetzt gerade. Aber das muss halt gemeinsam erlebt werden, auch der Diskurs muss geführt werden, da muss Zeit für investiert werden und dann kriegt man, glaube ich, diese Problemfälle auch mal hin. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem mal irgendwelche Konflikte gibt, ne? Ich will das aber trotzdem machen, hatten wir letztens auch, da ist eine Frage gewesen, welche Güte muss eine Architektur haben für einen Prototyp? So, ne? Und das sind so Diskussionen, da muss es halt irgendwann mal eine Entscheidung geben und da muss einer auch mal den sauren Apfel beißen. Ich habe mal noch so eine Masterfrage an euch, die interessiert mich echt brennend, was ihr dazu jetzt sagt. Also es gibt ja so unterschiedliche Meinungen dazu, ob man halt Requirements Engineers braucht in so einem Projekt oder eben nicht. Meine Erfahrung ist, dass die Projekte, die keine Requirements Engineers hatten, eigentlich die erfolgreicheren waren. Wie seht ihr das denn? Also ist das zwingend notwendig? Das sieht man ja auch nirgendwo im Scrum Guide oder sonst irgendwo halt beschrieben, dass es da extra Rollen für gibt. Was ist denn so? Der Scrum Guide gibt ja kaum Rollen vor sozusagen. Da steht ja wirklich, alles sind Entwickler. Es gibt keine dedizierten Architekten, Entwickler, UX-Designer oder Requirements-Engineer. Also ich bin da so bei der typischen Berater-Antwort. Es depends. Wenn es wirklich
also ich kann mir schon vorstellen, in einigen Teams, dass das ohne die sich wirklich konkret mit den Anforderungen auseinandersetzen, also ohne die Requirements Engineer, schwieriger gewesen wäre, weil die vielleicht auch dann einfach den PO in dem Moment unterstützen. Aber ja, ich finde, es kommt halt oft noch so aus der Welt, da gibt es die Requirements Engineering Abteilung, die erstmal alle Anforderungen runterschreibt, dann sind wir wieder bei den mehreren Seiten langen Anforderungen, die du am Anfang erwähnt hattest, und dann geht es in die Entwicklung und dann geht es in den Test und dann wird es irgendwann mal live gehen und ja, also da, das ist natürlich nicht das Ziel, wir wollen, wenn dann natürlich das alles in einem Team integriert haben. Und das finde ich sehr schwierig. Also braucht man mit jemanden mit UX-Design oder kann auch jemand diese Aufgabe einfach mit übernehmen, weil er da ein ganz gutes Gefühl für hat? Also es ist, finde ich, sehr schwierig, das allgemein zu beantworten. Da wenig zu ergänzen, ne? Also finde ich auch. Mir ist auch nicht ganz klar, was ein Requirements Engineer jetzt so speziell jetzt macht noch. Ich finde, dass ein Gefühl für die Anforderungen eben über alle da sein sollten, ja, dass das durch gemeinsame Arbeit einfach ein gemeinsames Refinement auch zum Beispiel gut hergestellt werden kann. Ja, ist eine spannende Frage. Ich hatte jetzt nur gerade an ein Projekt halt denken müssen, wo das Verhältnis einfach 3 Requirements Engineers, 1 Product Owner war und 4 Entwickler sind. Und da hatte ich halt dann auch mich so einfach damals halt so gefragt, also wer hat überhaupt eigentlich so eine Daseinsberechtigung gerade im Projekt oder ist das halt so historisch gewachsen? Also oft verfällt man ja auch in so ein, oh, es funktioniert nicht, wir brauchen jetzt noch die Rolle, wir brauchen jetzt noch das, ja. Und hinterher hast du einfach nur so ein Riesenkonstrukt und unnötig Komplexität halt geschaffen mit unterschiedlichen Rollen und Abhängigkeiten, ne? Und Abhängigkeiten. Hast Arbeit wieder aufgeteilt, was wir eigentlich gar nicht wollen, damit ein gemeinsames Verständnis entsteht. Ne? Wir tun uns manchmal schon schwer, dass es eine, es heißt ja auch nicht Rolle in Scrum Guide, sondern Ergebnisverantwortlichkeit. Dass es eine Ergebnisverantwortlichkeit Product Owner gibt, weil wenn wir das jetzt sehen, was so ein Product Owner alles können muss, machen muss, wir haben es ja gerade nur angerissen, und das alles auf diese Last auf einer Schulter, ist schon krass. Ne? Das ist schon nicht gerade wenig. Und da kann man eher darüber nachdenken, ob es vielleicht ein Kreis von Product Ownern sein sollte, die gemeinsam Dinge erarbeiten oder vielleicht doch das ganze Scrum-Team. Ne? Wenn wir ein Scrum-Team haben oder das agile Team, oder? Und wenn dann da einer im Team die Anforderungen mehr übernimmt, also das Requirements Engineering, dann schon. Aber es sollte halt definitiv Teil des Teams sein. Und also, als du es gerade erwähnt hast, also solche Teams oder Projekte kenne ich auch, wo es dann mehrere Fachabteilungen gibt, die dann einem einzelnen Team hinarbeiten und alles soll gleichzeitig fertig sein. Und am Verhältnis sieht man schon so, das wird nicht aufgehen, das passt nicht. Also wie soll das Team das alles wegarbeiten? Und das Verhältnis muss natürlich passen. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich an euch, aber die Zeit rennt uns langsam weg. Wir hatten uns ja eigentlich auch... Treffen wir uns nochmal. Genau, wir können nochmal eine Folge machen. Vielleicht so eine Frage noch zum Schluss. Warum oder wann sollte ich mir euer Buch kaufen? Also, und was sind so meine Hauptlearnings, wenn ich das jetzt durcharbeite? Ich muss gestehen, ich habe es hier, aber ich habe es leider noch nicht ganz gelesen, weil ich einfach gerade nicht dazu komme. Ja, wenn du das hinkriegen willst, ne? Also wenn du Produktentwicklung erfolgreich machen willst, kauf das Buch. Und das meine ich sogar ernst. Also wir haben jetzt so viele Feedback-Schleifen schon gedreht und so viel Feedback bekommen. Ich glaube, wenn man ein tieferes Verständnis für die Komplexität von Produktentwicklungen haben möchte, erlangen möchte und eine Antwort darauf auch, wie ich dieser Komplexität oder wie man dieser Komplexität entgegentreten kann, ist das Buch in der Tat hilfreich. So, das freut mich auch, dass wir dieses Feedback bekommen. Und freuen wir uns auch über alles Feedback, was von euch, ihr Zuhörer und Zuseher, hier kommt. Aber genau dafür ist es gemacht und das scheint es anscheinend auch zu, also den Nutzen und den Wert herzustellen, das Buch. Genau, und wie du schon gesagt hast, natürlich Zielgruppe Product Owner, aber wir sehen da auch Scrum Master, die ja oft den Product Owner genau bei diesen, also so machen wir es ja auch, genau bei diesen Sachen unterstützen, da überhaupt ins Doing zu kommen und vielleicht noch da einfach ein paar Methoden zu lernen, womit man erfolgreich Produkte her
entwickeln kann. Cool. Und noch eine allerletzte Frage. Wann würdet ihr abends beruhigt ins Bett gehen und gut schlafen? Also wo ihr sagen würdet so, hey, das Projekt, das läuft einfach mega gerade. Was wären so eine Sache, woran ihr das erkennen würdet, noch zum Schluss? Ich würde das erkennen, wenn wirklich da als gemeinsames, also das Entwicklungsteam mit Product Owner und Stakeholder gemeinsam an ein Problem lösen möchte. Und also das, also da sehe ich häufig noch ein Gap. Also ich hatte vorhin ja schon das Review erwähnt, wo ich ganz viele Reviews sehe, wo keine echten Stakeholder da drin sind, sondern eher dem Product Owner noch gezeigt wird, was denn in dem Sprint gemacht wird. Und das ist natürlich ein absolutes Anti-Pattern. Also wir wollen natürlich, also erstmal die zusammenbringen, das ist ein Team, und dann am besten Fall noch mit den Stakeholdern gemeinsam da wirklich im Austausch ist und Team und Stakeholder da so nah wie möglich aneinander rutschen und ja, wirklich kommunizieren und gemeinsam Lösungen finden wollen. Ja. Also wenn man das Gefühl hat, dass quasi fast in der Co-Kreation, also für uns ja, wir sind ja Dienstleister, wir verstehen uns aber eigentlich als Partner von Menschen, die bringen die Fachlichkeit mit, wir bringen das Digitale nach Hause mit, und das ist eine Co-Kreation. Ja, und wenn wir richtig verzahnt, auch mit harten Konflikten, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, ne, wenn etwas schwierig läuft oder so, aber wenn man merkt, eben, wie Ina das sagt, wir wollen alle an einer Lösung, an einem Strang ziehen, haben da richtig Bock drauf, gehen in einen harten Diskurs, sind laut und kriegen aber eine coole Lösung hin. Dann gehe ich beruhigt ins Bett. Ja. Gut, dann danke euch für die ganz vielen Insights. Mich hat auf jeden Fall gefreut, dass ihr da wart. Es war super interessant und ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern gefällt es auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss, danke für die Einladung. Danke.